Feldherr jetzt auf die Jahre besteht, dass man die Herkunftsorte der ersten Siedler auf diese Kultur bringt. So. Und als das in dem Kreis feststand, ich kann ja mal sagen, wer zu dem Kreis gehörte, ein paar Personen habe ich schon gesagt, das ist Elfred Schlick, Bernd Sebastian, Franz Josef Holthaus, Werner Lehmkuhl und Manfred Heck. Als das feststand, hat sich Manfred darum gekümmert. Dann habe ich mir schon Gedanken gemacht, wen sprichst du an? Da fiel mir als erster mein Freund Frank ein, der sofort begeistert war und schon die Ideen entwickelt hatte. Manfred hat eine Rolle zum Start. Richard Weber hat den Stahl besorgt. Kamel. Ich bin doch aufgeschrieben. Ja, Willi Rosenthal, das Fundament, wie es hier steht. Und die Firma Hartmann hat heute Kran und Bahn gestellt. Also dem auch nochmal recht herzlichen Dank. Hatte Frank, wie gesagt, diese Idee für die CDS, da sind wir nach Münster gefahren. In dem Zusammenhang auch nochmal an die Firma Jungblut aus Silber, die das Glas angeliefert hat, zu einem super günstigen Preis, der zuvorkommt. Also da auch nochmal herzlichen Dank. Ja, vielleicht jetzt nochmal eine Frage an den Frank. Frank, du hast dir Gedanken darüber gemacht, wie man das jetzt fertigstellen könnte. Du bist ja der Rockefeller Architekt hier für uns. Und gab es da besondere Probleme oder besondere Dinge zu beachten, weil es ja jetzt eben eine Glasstruktur geworden ist? Gut, die Idee ist einfach gewesen für so einen offenen Ort wie Reckenfeld, fand ich sofort, dass man dort eine Leichtigkeit in die Konstruktion bringen sollte. Und dadurch kam die Idee mit dem Glas. Das Glas alleine steht natürlich nicht so einfach auf einem Betonsockel. Und deswegen mussten wir uns dort eine Konstruktion überlegen, was wir jetzt mit Edelstahlprofilen realisiert haben. Also insofern war die Frage eigentlich des Materials recht schnell geklärt. Das Ganze natürlich handwerklich umzusetzen, da hatten wir uns ja im Vorfeld dann auch Gedanken gemacht, um die Firma Lehmkuhl und wie gesagt, einige andere haben uns da wirklich tatkräftig unterstützt, sodass es dann zu diesem Ergebnis, was wir gleich sehen werden, gekommen ist. Nicht zu vergessen möchte ich hier die Folienarbeiten, Fritz. Du hast die Firma Janssen, die ja ganz wichtig für uns war, und auch die Firma Hoffmann, der Shirtladen. Dort sind nämlich diese Folien gedruckt worden. Das finde ich doch sehr wichtig, dass wir die auf jeden Fall nicht untergehen. Ich habe noch was vergessen. Außerdem möchte ich meinen Mitsammlern, wie Volker Roth, Willi Otto und Manfred Drech und Frank Sabdowski, auch noch mal erwähnen. Die haben auch ganz gut dazu beigetragen, dass wir hoffentlich ausreichend Geld haben. Denn wir haben noch keine Rechnung bekommen. Ja, jetzt wird es ein bisschen spannend hier. Die Figur oder unsere Skulptur, die wird entsprechend gedreht, damit sie auf das Fundament kommt, so wie wir es hinterher haben wollen. Mit an der Skulptur stehen Vater und Sohn Lehmkuhl. In deren Schlosserei ist die Skulptur entstanden. Jawohl, da kann ruhig einmal geklatscht werden. Denn die haben sehr fleißig daran gearbeitet und das alles neben des laufenden Betriebes, also nach Feierabend im Endeffekt, ist diese Skulptur dann entstanden. Probleme gibt es gerade. Die Figur steht noch nicht so, wie sie sein sollte. Einige Teile
Vögel wird dann, wie alle anderen natürlich auch, die Gelegenheit haben, das im Internet nochmal zu sehen. Er kann sich das dann anschauen, denn alles das, was heute hier gelaufen ist, wird hinterher im Internet veröffentlicht. Für diese Aufnahmen fürs Internet, ja, allen Fotografen ganz besonders auch manchmal recht, der sich fürs Internet sehr stark macht, herzlichen Dank. Und dem Markus Boy, der hier mit der Kamera auf dem Mund, auch ein herzliches Dankeschön dafür, dass er die Aufnahmen macht. Eins darf ich noch sagen, als wir es den ersten Aufruf in der Zeitung hatten, kamen sofort von der Sparkasse und von der Volksbank Anrufe. Also wir sind bereit, auch Geld zu geben. Also ich danke beiden, also Volksbank und Sparkasse nochmal recht, recht herzlichen Dank. Das war schon ein guter Start. Wenn ich das richtig im Kopf habe, habt ihr euch im Dezember, letztes Jahr im Dezember, das erste Mal getroffen und haben darüber gesprochen, dass eine Kreiselstruktur her muss, und die ersten Gedanken und Ideen waren auch schon da, wie die Kreiselstruktur aussehen soll. Ich hab's jetzt. Der Ort Reckenfeld ist so offen. Er hat so viele Menschen zusammengeführt aus allen Teilen, ja, kann man sagen, fast Europas. Und eben gebührt so eine offene und transparente Skulptur. Hier sind die Wurzeln gesundet. Sieht so aus. Jetzt würde die Arbeit da oben auch relativ rasch vorangehen. Der Haken ist entfernt worden, an dem die Skulptur gehangen hat. Sie stehen auf eigenen Füßen, jawohl. Der Höhepunkt ist dann, wenn der Lehmkohl an dem Haken hängt und sich 10 Meter hochziehen lässt. Aber nicht heute, sagt er. Seinen Segen für diese Skulptur. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn. Herr, erhöre mein Gebet und lass mein Rufen zu dir kommen. Lasset uns beten. Allmächtiger, gütiger Gott, du willst, dass wir miteinander leben, füreinander sorgen und gemeinsam zu dir kommen. Segne diese Skulptur, die ein Bild ist für unseren Stadtteil, die ein Bild ist für unsere Gemeinschaft, für Offenheit und Heimatliebe. Erfülle alle, die auf diese Skulptur schauen, mit der Bereitschaft, einander beizustehen und helfen,
Mitmenschlichkeit und Verantwortung für Heckenfeld zu tragen. Sende uns deinen Geist, dass wir gerecht und hilfsbereit handeln. Lass alle Einwohner erkennen, dass sie mitverantwortlich sind für das Wohl unseres Stadtteils und dass sie mittragen an der Atmosphäre und der Freundlichkeit unserer Nachbarschaft. Schenke allen Menschen Achtung vor den Nächsten, schütze das Recht und wehre dem Unrecht. Hilf uns, dass wir in unseren Entscheidungen und unserem Leben deinen göttlichen Willen erfüllen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Ich gehe jetzt mit meinem Gehilfen, mit Karl, um die Skulptur herum und segne sie mit dem Weihwasser. Ich lade sie ein, dazu zu singen, eine Strophe vom Lied Großer Gott, wir loben dich. Ich denke, die können wir ökumenisch alle auswendig. Großer Gott, wir loben dich, Herr. Ja, ein herzliches Dankeschön, Herr Pastor Hagemann. Schön, dass Sie zu uns gekommen sind, dass Sie dabei gewesen sind, die Skulptur jetzt geweiht haben. Und ich darf jetzt den Manfred Rech zu mir bitten, oder beziehungsweise er hat ein Mikrofon in der Hand. Manfred, du möchtest gerne etwas sagen. Warum sehen wir die Beschilderung 1919 bis 27? Warum nicht 28? Dann wären es 10 Jahre. Wenn wir 10 Jahre genommen hätten, wäre zu viel Rahmen darauf gewesen. Also das war technisch nicht machbar. 1919 kam der erste Siedler nach Heckenfeld. Ein Offizier, der seine Familie nachholte und im heutigen deutschen Haus gewohnt hat. Damit begann die Siedlung Reckenfels. Die Orte herauszufinden, das